Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nio 2. In der letzten Folge haben wir 7 Minuten damit verbraten, erstmal. Oh. Hier ist Loot. Erstmal was zu konfigurieren in der Schmiede, ja. Das sieht. Lol. Wollte einer hochkommen und ist jetzt einfach runtergefallen. Lol. Mann, jetzt komm doch mal her, ey. Beide platt. Ist da gerade ein Felsen auf uns? Du kleiner Pisser! Das ist nett schon. Bam! Oh, lol. Zack! Hä? Oh, das ist ein dicker. Ja, komm. Komischen Angriff kannst du dir knicken, Alter. Oh ja. Geil. Das gibt Kieferknochen. Das gibt Kieferknochen. Nanda, ja. Ach Mann, du Blöd. Potzau, ey. Och, guck mal, die Katze ist ganz traurig und ganz alleine und ja. Ja. So, kommst jetzt mit. Mein gute Kätzchen hier. So, was willst du überhaupt, du Vogel? Kätzchen, danke. Wollo. Exekutiert, so wie es gehört. Okay, das klang jetzt ein bisschen böse. Oh, die Wand. Das ist die Wand. So, warte mal. Du bist aber nicht schon böse, oder? Kumpel. Wir wollen hier durch. Ah, guck einer an. Direkt blau, mein Freund, ja. Du bist nett. Oh! Geil. Und sogar die heiße Quelle entdeckt. Oh, ey, Alter. Pff. Sina. Du geile Sau, du. So. Genug aufgegeilt. Was gibt es hier? Nüscht. Oh! Alter, wo sind wir hier überall? Leute, ich will einfach erstmal eine Sache fertig haben. Achso, da waren wir gerade. Eine Sache fertig haben, aber ich komme ja hier in so vielen unterschiedlichen Wegen. Da oben ist eine Kiste. Wie kommt man denn da hoch? Das ist ja unglaublich. Wie groß der Abschnitt jetzt hier schon wieder ist. Und wenn ich so überlege, hier muss ich überall nicht mal lang. Glaube ich zumindest. Hier muss man nirgendwo lang. Bin ich der Meinung. Also hier kann ich runter. Guck mal, da ist wieder Oma Nubaku und komm mal her. Also die kann ich noch nicht so richtig deuten, muss ich sagen. Mit den Angriffen, die sie hat. Kann ich noch nicht. Liegt nicht in meiner Macht. Das war doch schon wieder falsch, ey. So, holen wir uns erstmal das Item hier unten, ne? Machen wir erstmal das. Alles peu à peu. Ich brauche gar nicht, das ist das Gute, wenn ich jetzt schon ein Set habe, ich brauche gar nicht gucken, was das, wie viel Rüstung das hat. Wenn, dann werde ich das einfach verbessern oder verticken. Weil wir brauchen jetzt erstmal eine ganze Menge Geld.
bevor wir anfangen, unser Set jetzt auszuweiten. Und ich meine, ich habe eine sehr gute Rüstung. Ich brauche bisher noch nicht so wirklich eine Rüstung. Eine neue. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ja. Ich hoffe mal, ihr wisst, was ich meine. Da geht's irgendwie lang. Und je zur guten Kiste, ist da Mujinabe drin oder wie heißen? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Mijunabe? Oder Mujinabe? Nicht mal mit J, sondern mit J. Ich hab keinen Plan. Oh, wir kommen in der Schlangenhöhle. Ein Schuss noch! Ach komm! Blöde Mumu, jetzt komm her jetzt hier, blöde Sau. Bin froh, dass man da kein Nippelchen zieht, ey. So, du da. Komm her. Das hat sie so gedacht. Das war ganz, muss mal kurz gucken, ob mein Ton vom Fernseher raus war. War aber Gott sei Dank der Fall. Hier ist irgendwo ein Kodama. Okay. Der vierte. Drei fehlen noch. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, in dieser Folge den Boss zu sehen. Das werdet ihr so oder so sehen anhand des Bildschirms. Ja, des Bildschirms, Alter. Bin ich irgendwie besoffen. Anhand des, des Thumbnails. Oh, so Geld. Doch, ich nach Kohle. So, hier geht's auf jeden Fall dahin, wo wir hin wollten. Genau. Das kann man auch heruntertreten, das ist super. Das heißt, rein theoretisch können wir jetzt auch einfach das hier erstmal machen. Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt ein Gegner gelandet oder so? Ah, da war ja keiner. Warte mal. Warte mal, Oma Mori. Hat das Kodama-Gespür? Oh, das hier hat Kodama-Gespür. Was hatte das hier? Vertrautheitsbonus, Seelenkernbilanz und 28 Verteidigung. Das ist schon eine Hausnummer. Boah, wie viel Verteidigung mehr das hat, ne? Hier allein das hier. Das ist gerade mal blau. Aber ich will ja neue Maske schmieden. Ich will ja wenigstens die auf, ne? Ja. Oh! Begierde nach dem Aufstieg. Was ist denn das für ein, Wir brauchen Kopfband, Gewand, Armschienen, Hakama des Senders und Beinschienen. Goldbilanz, Amrita-Bilanz, Kiri-Generation. Oha. Und was ist das da unten jetzt? Autoregeneration, wenn... Amrita-Absorption. Also wenn man lootet, wenn man am Schrein rangeht, also da sowieso, ist klar, und wenn man halt killt und Kisten öffnet und so weiter und so fort. Okay.
Goldbilanz und Amrita-Bilanz ist schon mal ziemlich geil. Haben denn davon noch mehr? Das helfe ich auf jeden Fall. Das ist cool. Auf jeden Fall. Damit das nicht gedingst wird. Ich weiß nicht, was Hakama ist. Vielleicht werden wir das mal sehen. Aber es gab bisher keine Set-Waffen, ne? Ich frage mich, ob es das überhaupt noch gibt. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben jetzt auch noch neue Titelsachen. Amrita-Pilanz. Pilanz, ja. Bilanz, ganz wichtig. Okay, das war's schon. Nice. Aber auch das Level macht echt Spaß. Die Level gefallen mir bisher alle. Hatte noch kein Level, wo ich sage, boah, uff, das hatte ich in Nioh 1 schon. Ja, da kann ich aus dem Stegreif drei Level sagen, die ich kacke fand. Einmal das mit den, wo der Dungjunge da war, wo ich so übelst krass farmen musste. Alter, war das anstrengend und nervig. Dann noch das, mit dem Boss mit dieser roten Spinne, so geil, das Level. Und das andere war auch so eine Höhle, wo der Tausendfüßler als Boss war, der jetzt nicht schwer war, aber das Level an sich war kacke. Da kam jetzt so eine krasse Musik, okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach, guck mal einer an. Lass mich raten, der Dicke da unten ist der mit dem einen Auge. Das wird der sein, der fürs Dunkle Reich zuständig ist. Erschrocken, ey. Alter, mein Herz. Du blöde Foot, ey, hier bist du. Mein Herz, mein Herz. Da habe ich ja schon Respekt und Angst, ne? Da, der ist es. Safe Call. Ich muss mal kurz das machen, weil ich den Überblick verliere. Ich habe gerade den Überblick verloren, deswegen habe ich das gemacht. War vielleicht jetzt nicht super klug, aber ich wusste nicht weiter. Ich war gerade einfach maximalst überfordert. Da ist ja auch noch nur ein Schrein. Ich habe nicht mal den anderen Schrein benutzt. Holy moly, ey. Aber die Schreine müssen wir benutzen, weil da gibt Amrita. Hier geht's weiter, ne? Hier geht's weiter. Wir haben übrigens, glaube ich, schon 5 Kodama jetzt gefunden. Zwei fehlen noch. Oh, das ist ja richtig geil. Hey, Sudama. Du bekommst heute von mir ein bisschen was Besseres als dein letzter Kumpel, mein Freund. Du bekommst nämlich das hier. Viel Spaß damit.
Das ist doch geil, oder? Ja, komm. Ja, ich weiß. Kyros des einsamen Wolfes? Ah, okay. Ich dachte, das klingt so, das klang so ein bisschen nach Set-Teil. Ah, mein Ohr juckt, ey. Das ist richtig widerlich, wenn das Ohr juckt. So, dann benutzen wir mal den Schrein hier erstmal. So, da kommen wir von hier. Wird kein LAN-Kabel verbunden? Ich guck mal gerade, ob meine Leitung geht. Weil meine Leitung funktioniert. Ja, stimmt, wir haben noch eine Kiste. So, machen wir das mal. Das gibt nämlich ein bisschen am Rita. Das gibt nämlich... 2000 plus die Seelenkern, die wir haben. Machen wir jetzt Ruhrritual, würde ich sagen. Einäugiger Oni ist natürlich ziemlich krass, glaube ich. Was kann der denn? Oh, war gut, okay. Die Wand finde ich auch. Den machen wir auf jeden Fall weg. Das hat keine Haut gegeben? Gar kein Knochen? Eieiei, ernsthaft? Oh Leute, das gibt's doch gar nicht. 25, 19. Alter, 40 Verteidigung. Warte mal. Wir haben ja die beiden drinne. Guck mal, der macht weniger Stärke. Seht ihr das da oben? Den wir gerade haben. Der macht weniger Stärke, ist aber eine Stufe höher. Macht auch absolut die Crap-Dinger. Haben wir denn Mujinabe drin gehabt? Hier hatten wir es drin, genau. Dann machen wir es mal da rein. Geht gar nicht. Das ist ja auch Quatsch. Einäugiger Oni? Oh! Okay. Der macht auf jeden Fall... Ne, also Yatsuno Kami will ich behalten. Der ist einfach... Der ist einfach cool. Das Ding ist aber... Der Angriff hier ist zwar krass. Starker Angriffsschaden brechen. Doch, können wir, glaube ich, benutzen, würde ich sagen. Ne? Probieren wir es mal aus. Dann noch einen schönen Stufenaufstieg. Nehmen wir mal... Ja, wir müssen auch noch ein bisschen Ausdauer und Stärke machen. Fangen wir mal an mit Stärke. So, warte mal. Ja, jetzt bin ich wieder online. Ja, das ist kompletter Dulli. Also mein LAN-Kabel ist gar nicht weg gewesen. Das ist komplett Fake News. Ach, warte mal. Alle Gegner hier sind jetzt auch tot, ne? Hier geht's weiter und hier ging's zurück. Genau. Jetzt sind wir wieder da. Weil ich würde eigentlich da oben noch hin. Weil da oben gab es ja noch ein dunkles Reich, was wir säubern könnten. So viel kann der eigentlich gar nicht, der Typ. Ich kenne alle nicht wirklich. Oh! Glückwunsch, du hast mir Schaden gemacht. Das haben nicht mal deine Freunde geschafft.
Dass der da oben wieder nicht runterkommt, ist klar. Aber ich will, dass er runterkommt. Warte mal. Nee, dann machen wir mal. Gibt leider keinen Kern. Schade. Das gab leider keinen Kern. Oh! Au. Komm, mach deinen scheiß Wind. Na, den hier. Okay, ich verstehe. Man verwandelt sich selbst zu diesen einäugigen Oni und schickt die nicht einfach. Boah, ist okay, finde ich ganz cool. Wollen wir es nochmal machen? Okay, das hat ja super funktioniert. Das hatte ja so gut wie gar nicht funktioniert gerade. Jetzt muss ich aber den Schrein nochmal aktivieren. Ach so, Quatsch. Jetzt muss ich den Schrein aber nochmal aktivieren. Das ist halt das Doofe. Das heißt, ich muss schon wieder gegen die Gegner kämpfen. Klar, ich kann noch durchlaufen bis zum nächsten Schrein und den dann aktivieren. Aber ich werde jetzt auch erstmal das dunkle Reich da machen, ne? Let's go. Ich hätte Feuer beten sollen. War dumm von mir. Weiß ich. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen haben wir noch. Also ich möchte das Dunkle Reich auf jeden Fall säubern. Ich glaube, in der nächsten Folge wird dann der Boss gemacht. Ah, das ist so eine komische Fotz. Ah, tut weh, hä? Ah. Au, hab doch wieder extra ausgewichen, blöde Kuh, ey. Oh. Ja, Mann, was Messer. Okay, cool. Was ist denn hier überhaupt? Hier ist ja nichts. Hier ist ja überall frei. Das ist ein komischer Weg hier. Großer Geisterstein. Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht, ne? Den großen Geisterstein. So. Wo ist das Vieh, was jetzt hier irgendwie für Unruhe sorgt? Wo ist es? Hier drinne? Oh ja. Ist das so ein Kamin? Ja, das ist... Nee. Oh, das ist ein Enki. Das ist ein Enki, okay. Auf die Schnauze gekriegt. Der hat ja mal ordentlich aufs Maul gekriegt gerade, ey. Holy moly. Gut, dass er von oben kam. Das... war ja mal echt krank.
Ich frage mich aber, wo der Kodama hin ist, weil wir hatten doch hier auch noch einen Kodama irgendwo. Oh nein. Wie viel Schaden die macht, das ist so, das ist der Wahnsinn. Das Vieh ist schwer, weil die so scheiße schnell ist. Vor allem auf so einen engen Raum so eine Gegner zu setzen, ist ja auch schon wieder richtig nice, ey. Ja. Ja, mache ich auch noch ein bisschen Schaden der Alten da. Wo ist denn die? Ist jetzt weggelatscht oder was? Da ist sie ja. Zack, 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 zack. Oha! Okay, war das gerade indirekte Lore für meinen Charakter? Aber okay, das Ding ist besser als der Enki, muss ich sagen. Holy moly. Der hat da gerade ordentlich reingehauen. So, mein Sechster. Einen brauchen wir da noch. Bin ja gespannt, wo es jetzt hier lang geht noch. Ah, guck mal an, hier ist sogar eine Truhe. Komm, das ist jetzt aber... Aha! Na, was will er? Kann ich auch. What the fuck? Ah, und jetzt sieht man nochmal die Maske an den Charakter. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Der kriegt doch sogar einen Seelenkern. Ist das nicht nett? Das ist doch alles freundlich hier. Hast du gerade einen Gegner gehört? So, und den ganzen Weg zurück können wir ja nicht gehen, weil da oben geht es ja nicht weiter, so gesehen. Schade, das heißt, wir müssen jetzt wieder den Weg hier laufen. Ach, nee. Das kannst du auch keinen erzählen, ey. Oh, nee. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt komm nochmal her, du blöde Bitch. Ja? Oh ja. Nice, wie viel sehen kann ich schon wieder ab? 4 Stück. Fühlten sich da getriggert, der da hinten oder was? Und mit einem Tritt aus dem Leben genommen. Das ist schon schwierig, ey. Das ist schon hart. So, ich werde trotzdem mal hier rangehen, ist klar. Ich werde jetzt nochmal einen Geisterstein nehmen und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen zu Nioh 2. Da wird dann wahrscheinlich der Boss kommen. Höchstwahrscheinlich. Also wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Dann wäre das ziemlich dulli. Bis morgen zum Boss und ciao.